waren schon sehr nervös vor der heutigen Sitzung. Das ist, ich denke mal, wenn man die Tagesordnung gesehen hat, wenn man die Themen gesehen hat, auch die Brisanz gesehen hat, dann ist das selbstverständlich. Uns war es auch sehr, sehr wichtig, auch nochmal, ich will nicht sagen aufräumen, aber wirklich den Mitgliedern alle Fakten auf den Tisch zu legen, um auch eine Entscheidung treffen zu können. Das ist unsere Pflicht, dazu sind wir auch satzungsmäßig verpflichtet. Wir hielten es auch für wichtig, diesen Weg, den André Rosseck letztes Jahr angefangen hat, mit Offenheit, mit Transparenz weiterzuführen. Deswegen auch diese klare Darstellung der Sache, die wir vorgefunden haben. Und die Mitglieder waren dann in der Lage zu entscheiden. Ja. Und die Sonderumlage ist natürlich, da wussten wir, dass es schwierig wird. Wir wussten, dass es auch in der jetzigen Zeit mit Corona nicht selbstverständlich ist, dass jeder dieses Geld hat momentan. Dazu, wie wir auch gesagt haben, in den letzten Jahren immer wieder die Mitglieder auch mal, ich will nicht sagen geschröpft, aber immer wieder gebeten wurden, nochmal was zu geben. Da haben wir auch versucht, irgendwie eine gewisse Gegenleistung darzustellen, ob das jetzt das Energieecho ist oder die Pressemitteilung, was ja ideelle Dinge sind. Aber wir denken gerade auch mit dieser Trikotaktion, eine deutschlandweit einmalige Aktion setzen zu können, dass die Fans unser Trikotsponsor sind und dass wir dann einfach auch diesen Schulterschluss zwischen Verein, Mitglieder, Fans schaffen wollen, um dieses Gemeinschaftsgefühl einfach noch mehr hervorzuheben. Die Wortmeldungen einzelner Mitglieder waren ja auch am Ende sogar zielführend. Sie waren ja nicht von der Kritik getragen, sondern immer wieder vom Willen, hat man so den Eindruck gehabt, wir wollen zusammen, wir wollen das machen. Natürlich wollen wir alles wissen, was so war. Nicht alles kann man preisgeben, das ist klar in der derzeitigen Lage, wo noch nicht alles durchleuchtet ist. Aber das Miteinander, das hat man schon gespürt. Es geht uns genauso. Wir fanden die Fragen, die Anmerkungen sehr respektvoll, sehr wertschätzend. Vor allem für den Verein zielführend und um die Sache gehend. Und das ist, glaube ich, der richtige Weg. Wenn wir diesen Weg weitergehen, das weiter ausbauen und ich betone es gerne, dieses Gemeinschaftsgefühl noch weiter ausbauen und leben, dann ist, glaube ich, wieder einiges möglich hier. Zu diesem Gemeinschaftsgefühl gehört auch die Mannschaft, auch der Trainer. Ja. Habt ihr Sorgen gehabt, dass es auch negative Äußerungen gibt, als Pele Wollitz aufgetreten ist? Das war ja so sein erster öffentlicher, kann man ja sagen. Ich kann sagen, Pele war auch nervös gewesen vor in der Kabine. Es wurde ja vorher vor der Verpflichtung, bevor es bekannt wurde, hat man schon in den sozialen Medien viel gelesen, dass es dann für und wieder gab. Da gab es auch gar kein Grau, es gab nur Schwarz oder Weiß. Wir hatten es aber bei der Pressemitteilung oder bei der Pressekonferenz auch gesagt, wir haben aber rein sportlich entschieden. Ich habe mit Pele Wollitz als Mensch gar kein Problem, weil ich die Dinge auch von ihm mal wissen wollte, seinen Standpunkt sehen wollte. Hatten auch Respekt, was heute hier passiert, was einige sagen werden. Aber ich denke, die Mitglieder sehen, dass der sportliche Weg der wichtige ist. Und er hat ja auch mit sehr viel Demut und sich entschuldigt, was er 2019 die Entscheidung so gefällt hat, dass er die Mannschaft im Stich gelassen hat. Sagt aber auch, er hat die Mannschaft im Stich gelassen, aber sagt, dass er auf Grundlage, wie damals hier gehandelt wurde, keinen anderen Weg gesehen hat. Kernpunkt und der größte, ich will nicht sagen Streitpunkt, dazu kam es ja nicht, war dann am Ende die Bitte um die Umlage. Ja. Hat das überrascht, welch großes Echo das gefunden hat mit einer überzeugenden Mehrheit? Wir haben damit nicht gerechnet, bin ich ganz ehrlich. Wir dachten wirklich, dass es ein knaller Fall werden wird, dass es sehr, sehr eng werden wird. Wir nehmen das als Riesenkompliment, als Riesenvertrauensvorschuss. Sehen das auch so als Vertrauensvorschuss, dass wir, wie Hannes Kopf gesagt hat, auch jetzt so weitermachen wollen und das auch als Faustpfand nehmen wollen und die Mitglieder nächstes Jahr natürlich das auch zurückgeben wollen, am besten sportlich. All das, was wir heute gehört und bearbeitet haben, war vorwiegend theoretischer Natur. Schon bald geht es in die neue Saison. Welche unter diesen heute genannten Umständen auch, mit welchen Zielen geht man rein? Man hört immer wieder, ja, einen Tabellenplatz können und wollen wir heute nicht definieren. Wollen wir auch jetzt noch nicht definieren. Es ist so, dass die Mannschaft, die sind auf einem sehr, sehr guten Stand, das sagt auch Pele. Den jetzigen Stand, den wir haben, hatten wir 2016, 2019 nicht zu diesem Zeitpunkt. Das wissen wir. Aber wir wissen auch, dass einige Planstellen offen sind. Dann können wir auch noch ein genaues Ziel rausgeben. Kann aber sagen, in Putze, in Hildebrand, in Ponychef und jetzt auch in Engelhardt, die kommen nicht hierher, um unten mitzuspielen. Auch in Axel und Jan wollen nicht unten mitspielen. Die haben klar sportliche Ziele. Letzte Frage dann in dem Zusammenhang. Sean Kauter. Ein ganz schlimmes Stichwort, glaube ich. Ja. Ich finde es. Also, wir sind ja in einer Gesellschaftswandel oder die ganze Gesellschaft ändert sich ja. Dass ein Handschlag schon nicht mehr zählt, ist für mich schon schlimm, aber dass jetzt selbst eine Unterschrift nichts mehr zählt, ist für mich noch schlimmer. Wie gesagt, er wollte hierher, er hat sich das Stadion angeguckt, er hat sich den Sozialtag angeguckt, er hat sich die Stadt angeguckt, er wollte hierher. Er wollte hierher, wir wollten ihn gerne haben, er wollte hierher. Und dann auf diese Art und Weise, und ich betone es, diese Art und Weise, er hat uns nicht angerufen. Er hat weder Maxi angerufen, noch mich angerufen. Und wir sind dann den Weg auf ihn zugegangen. Hätte er den Weg zu uns gewählt und wie er es gestern in dieser Pressemitteilung da bekannt gegeben hat, dass es familiäre Gründe sind, hätte man mit Sicherheit auch vielleicht einen Weg finden können. Aber so wie das gelaufen ist, werden wir hart bleiben. Und wir werden auf diesen Vertrag bestehen. Da steht eine Ablösesumme drin. Und dann müssen wir mit uns sprechen. Aber da muss er jetzt den Weg auf uns zugehen. Mal ganz ehrlich, kann man sich vorstellen, dass er mit Energie Cottbus aufläuft? Schwer vorstellbar. Ich glaube, die Frage ist selbst beantwortet. Ja.
Alles klar. Eine Nachfrage noch von mir kurz. Die von André Rostig angesprochenen siebenstelligen Fehlbeträge letztes Jahr zur Mitgliederversammlung haben sich ja theoretisch bewahrheitet nach den Büchern. 2,4 Millionen standen plötzlich heute im Raum. Wie bewertet man das, also dass man mit so einer Planung in die Saison geht? Ich habe es ja gesagt, ich habe vorhin gesagt, vorsichtig ist es unvernünftig. In meiner Welt ist es fahrlässig, so reinzugehen. Betriebswirtschaftlich darf man sowas nicht machen. Und die Mitglieder haben es ja mit ihren roten Karten gezeigt, was sie davon halten. Genau, die Entlastung des Vorstands wurde abgelehnt, also ja. Es wurde vertagt, bis alle Bücher geklärt sind. Es hätte ja auch die Insolvenz des Vereins bedeutet, klang vorhin durch. Also wir haben es deutlich gesagt, das war im Dezember kurz davor und es war im Februar nochmal kurz davor. Wir waren kurz davor, den Gang gehen zu müssen. Und sind sehr froh, dass diese harte Arbeit durch die Gremienmitglieder und auch die Mitarbeiter der Geschäftsstelle sich gelohnt haben und das ist jetzt von Erfolg gekrönt. Gekrönt klingt jetzt doof, aber wir sind erstmal in sicheren Fahrwassern, aber sie sind nicht gerettet. Die Sanierung geht weiter. Das muss man auch deutlich sagen. Wie vorhin gesagt, es ist jetzt nicht Geld da, dass Maxi und Pele losziehen können. Deswegen gibt es auch diese Gehaltsobergrenze. Wir müssen trotzdem den Verein peu à peu weiter sanieren.